Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und möchte euch fragen, ob ihr Lust habt auf ganz viele tolle Sommerkarten. Denn ich habe mit einem ganz tollen Set gespielt und dabei ist so richtig viel rausgekommen. Und zwar habe ich mir die spritzigen Zitronen bestellt. Das ist ein ganzes Set mit Prägeformen, Stanzformen und Stempeln. Und wenn man mit denen so ein bisschen rumwerkelt, kann man da richtig viel draus machen. Ich habe am Anfang echt überlegt, ob ich mir das Set überhaupt kaufen soll. Mir gefällt es schon lange. Es gab ja immer wieder Zitronen und so und mir fand es schon immer schön. Aber ich habe mir immer gedacht, für was will ich denn das basteln, was brauchst du denn das und so. Und jetzt habe ich es mir bestellt und bin total happy darüber, weil ich damit richtig schön spielen konnte. Und ihr seht ja schon eine riesen Auswahl von Karten. Wir machen heute noch eine letzte Version dazu. Und ich zeige euch alles, wie ich es so ein bisschen gemacht habe. Und jetzt stelle ich euch erstmal die Karten einzeln vor. Ich starte jetzt einfach mal mit der typischen Zitronenkarte, würde ich sagen. Man sieht hier schon, die Zitrone ist richtig schön geprägt. Hier im Hintergrund überall sieht man, wie schön das reingeprägt worden ist. Also das ist eben diese Prägeform, die da dabei ist. Das Ganze ist auf granitfarbenem Grundpapier, Grundkarte. Und dieser Streifen im Hintergrund ist Jade. Ich muss mal schauen, der kommt jetzt in der Kamera noch ein bisschen leuchtender raus, als er jetzt in echt ist. Aber ich finde, das ist so richtig schön sommerlich und das kann man super als Geburtstagskarte zum Beispiel nutzen, wenn man hier noch den Spruch reinmacht, der auch im Stempelset ist. Das passt dann richtig schön, der heißt einen spritzigen Geburtstag zum Beispiel. Und ich finde, das passt da richtig gut dazu. Also so die Zitronen-Idee. Die zweite Version ist so eine Grapefruit-Karte. Die habe ich so ähnlich, glaube ich. Also ich habe die gesehen im Mini-Katalog. Da gab es ja zum ersten Mal dieses Set, da war auch so eine Grapefruit-Variante im hinteren Teil des Katalogs. Und das fand ich eigentlich am allerschönsten, weil die Farben so toll waren. Also mir hat es so gut gefallen mit dem Rosa in der Mitte. Und vielleicht seht ihr es auch, hier ist auch noch richtig viel Glitzy drauf, aber ich glaube, das kommt in der Kamera gar nicht so raus. Ich habe das alles noch richtig doll beglitzert natürlich. Genau, so die Grundkarte ist immer gleich. Und diese Vorderteile allerdings variieren natürlich nicht nur in der Farbe, sondern natürlich auch in dem, was sie darstellen. Jetzt haben wir hier die Limetten. Klassisch, auch sehr schön. Könnte man auch ein bisschen grüner gestalten, finde ich. Dann diese Idee finde ich auch total witzig. Das ist natürlich, ich glaube, auch ganz klar zu erkennen, eine Kokosnuss. Auch eine passende Sommerkarte. Diese Idee dazu haben wir gesehen beim Onstage. Das ist so ein Treffen von den Demonstratoren. Und zwar eine Live-Veranstaltung war das und da hat jemand dieses Set vorgestellt und hat ihm gezeigt, dass man daraus auch ganz super Kokosnüsse machen kann. Und das finde ich echt eine mega coole Idee. Diese Idee ist jetzt wieder von mir. Und zwar ist das eine Sternfrucht, nee, eine Drachenfrucht, wie es immer, vertauscht es immer. Das ist eine Drachenfrucht und das gibt es eben in zwei verschiedenen Farbtönen auch. Man könnte die natürlich auch beide mit weißem Innenteil machen oder eben auch nochmal in rosa. Finde ich auch voll schön. Sind einfach schöne Sommerfarben und da hat man richtig Appetit, finde ich. Die Orangen- oder Mandarinenfraktion darf natürlich auch nicht fehlen, gehört natürlich auch dazu. Sieht so aus. Und zu guter Letzt noch die Version, in die ich auch am liebsten reinbeißen würde, das sind ganz klar die Kiwis und die finde ich auch total cool. Ja, und weil ich mich nicht entscheiden kann, welche Karte ich euch heute zeige, habe ich mir gedacht, ich mache eine Mischung aus allem. So bekommt ihr von allem so einen kleinen Eindruck, ein paar Tipps zu allen verschiedenen Sachen und wir legen jetzt gleich los. An Material benutze ich Granit und Jade. Und ich benutze Seidenglanz. Wenn es das noch gibt, blende ich euch die nochmal ein. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Ich habe nämlich, im Moment ist April, wenn ich das Video drehe. Und ich weiß nicht genau, ob das im neuen Katalog übernommen worden ist. Ist aber für mich sehr wichtig eigentlich, dieses Papier, weil das so einfacher zum Kolorieren ist. Wenn ihr mit Wasser arbeitet, wäre das ganz gut. Ansonsten, wenn wir es jetzt so machen wie heute, könnt ihr auch natürlich Grundweiß benutzen. Das geht jetzt auch, aber ich habe jetzt eben Seidenglanz. Es hat auch nur so einen kleinen Schimmer drauf. Das ist einfach nochmal ein bisschen schöner, finde ich. Genau. Ihr könnt auch Aquarellpapier nehmen, falls ihr das Ganze jetzt koloriert mit Aquapaintern oder so, dann geht das natürlich auch. Ihr braucht von der Grundkarte, meine Grundkarte ist Granit, 21 x 14 cm, an der langen Seite gefalzt bei 10,5. Einen Aufleger in dem Maß 10 x 13,5 und einen Streifen in Jade mal 13,5 x 3,5 cm. Könnt euch kurz Pause drücken, dann habt ihr alle Maße. Also ihr braucht nicht so viel Papier. Was ihr aber noch braucht, ist auf jeden Fall noch mehr von diesen von eurem hellen Farbkarton, weil da müssen wir uns einiges ausstanzen und prägen. Puh, es ist jetzt schon ziemlich spät am Abend. Ich hoffe, ich kriege das Video gut gemacht, gut gewuppt. Wir legen jetzt einfach los.
Und starten natürlich gleich mit diesem tollen Paket. Also ich habe jetzt hier die spritzigen Zitronen als Stempelset mit Stanzformen und mit Prägeform. Das ist so eine sogenannte Hybrid-Prägeform. Genau, da ist jetzt alles zusammen und das macht halt eine ganz tolle Tiefenprägung auch. Als allererstes fange ich jetzt mal an mit Stempeln und zwar fange ich an mit der Kokosnuss. Ich nehme jetzt hier einmal Espresso als Stempelfarbe und nehme mir diesen großen Stempel hier vorne einmal auf einen Stempelblock und werde ihn jetzt einmal abstempeln. Ich brauche aber nicht alles, also ich nehme jetzt nur diese drei Teile, glaube ich, stempel ich jetzt auf. Mal schauen, ob ich die so alle da drauf kriege. Sieht aber gut aus. Und stempel mir das jetzt einmal einfach nur ab. Und werde jetzt anfangen, eben mir die Kokosnuss zu kolorieren. Dann kann die noch ein bisschen trocknen, bevor ich die dann ausstanze. Und da nehme ich jetzt den Aquapainter dafür her. Ich habe es einfach so gemacht, dass ich mir das so ein bisschen vom Rand, also ich nehme auch gar nicht so viel Wasser, gehe da ein bisschen in den Rand rein und koloriere das einfach so ein bisschen nach innen. Und das mache ich bei all meinen drei Formen. Und durch das, dass ich immer wieder ein bisschen in den Rand gehe, habe ich immer ganz leichte Farbe drauf und es entsteht so ein schönes Muster, das da wirklich sehr natürlich aussieht. Ich nehme euch mal noch ein bisschen ran, dann sieht es noch besser. Es ist natürlich ein bisschen spiegelt, weil es nass ist. Aber wenn das getrocknet ist, dann seht ihr auch gleich, wie cool das aussieht. Ich drücke jetzt hinten gar nicht drauf, bei mir kommt da relativ viel raus, eigentlich mehr als das ich will. Aber anscheinend, ja, ist es jetzt so. Es macht auch nichts, falls es euch mal zu viel ist, nehmt euch einfach ein Stück Küchenrolle und tupft es euch wieder so ein bisschen ab. Sieht es nämlich jetzt schon ziemlich cool aus, finde ich. Also ist schon total richtig nach Kokosnuss. Und das lasse ich mich jetzt einfach so ein bisschen trocknen und kann mir da mal den Rest aufstempeln. Also in diesem Stempelset sind zum Beispiel diese wunderschönen Blümchen drin. Wo habe ich mein Stempelset hingelegt? Die Blümchen stempel ich mir auf in groß und klein. Und da sind auch diese kleinen Punkte dabei, die man in die Blumen reinstempelt. Das machen wir jetzt mal zusammen, denn in meine Innenkarte zum Beispiel habe ich das auch gestempelt. Einmal den Blumenabdruck und dieses kleine Element mit diesen Punkten wollte ich euch jetzt gerne zeigen. Wo liegt es denn? Ich habe es schon hergerichtet. Die sind nämlich doppelt hier drauf und somit können wir das in einem machen. Die Blumen an sich habe ich mit Sommerbeere gestempelt, eine neue Farbe, für mich noch eine alte Farbe, ich hatte die schon, und Osterglocke. Genau, also ich habe das jetzt einmal die Blüte aufgestempelt und mache jetzt hier innen rein diese Punkte und da macht man gleich beide auf einmal. Das ist eigentlich total praktisch. Man hat gleich beide Punkte in einem. Den großen Punkt hat man auch einzeln. Und das mache ich mir, wie gesagt, einmal in die Karte rein. Da hätte ich jetzt auch ein bisschen besser zielen können. So. Und einmal noch separat. Und da mache ich das Ganze auch noch auf meine Frontseite. Dazu brauche ich jetzt bloß meine Blümchen, die sind auch hier. Und bei der Frontseite habe ich mir gedacht, da machen wir ja nachher diesen Streifen, dass ich das einfach so ein bisschen in die Ecke hier oben setze und so diagonal, nicht ganz in die Ecke, sondern so mehr in diesen Bereich. Da kommt nachher der Streifen drüber, also alles wird man nicht mehr sehen, aber so ein bisschen was davon sieht man noch. Und genau, da kann man das dann noch schön gestalten. Außerdem könnt ihr euch die Blümchen noch öfter aufstempeln, so wie ich jetzt in anderen Farben noch. Die stanzen wir uns dann nämlich auch noch extra aus. Als nächstes stanze ich mir einmal meine Kokosnüsse aus. Einfach mit dieser Stanzform, ganz normal, kuppel ich mir das einmal durch. Und habe hier gleich drei tolle Elemente meiner Kokosnüsse. Die schauen wirklich lecker aus. Und dann kommt diese tolle Prägeform zum Einsatz.
Dafür müsst ihr nur beachten, braucht ihr ein kleines bisschen einen anderen Aufbau bei der Stanzmaschine. Und zwar benötigt ihr hier diese Tiefenprägeformplatte, die heißt Spezialplatte Nummer 4. Und einmal die Prägeformen. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein Stück von meinem Seidenglanzpapier und lege mir das einmal ein. Und ich mache es tatsächlich so, ich kurbel mir das jetzt einfach einmal durch und präge mir erstmal mein Papier. Eigentlich geht es ja auch so, dass man das alles in einem machen kann, aber irgendwie traue ich mich das nicht, muss ich gestehen. Also eigentlich ist es dafür gedacht, dass man jetzt hier auch noch die Stanzen drauflegt und quasi Stanzen und Prägen in einem Schritt macht. Aber irgendwie habe ich da Angst um meine Prägeform. Ich weiß nicht, ich muss mich das einfach mal trauen, aber bis jetzt verschone ich die noch. Bis jetzt mache ich es tatsächlich so, dass ich das auf zwei Schritte mache. Also ja, keine Ahnung warum. Deswegen lege ich mir das Ganze nochmal ein und stanze mir das Ganze mit dem ganz normalen Aufbau. Das heißt, unten die dicke Platte Nummer 1, darauf die dünne Platte Nummer 2, das ist diese Prägeplatte. Ich gehe mal noch ein Stück raus. Dann habe ich meine meine Acrylstanzplatte Nummer 3 und die da drüber und stanze mir das ganz normal einmal aus. Wie gewohnt. Ich habe mir noch einige Teile mehr aufgestempelt und ausgestanzt. Das habe ich jetzt für das Video schon vorbereitet. Ich habe bei jeder meiner Karten jetzt mal 3 Paar Blätter benutzt. Manchmal habe ich auch eins abgeschnitten und nur 2 ganze und eins benutzt. Oder genau, auch hier 3 Paar. Fand ich jetzt ganz cool von der Anordnung. Das sehen wir jetzt aber so, wenn wir das Ganze so ein bisschen zusammenbauen. Außerdem habe ich mir die Blüten ja vorher schon aufgestempelt gehabt. Die habe ich mir auch ausgestanzt. Habe ich mir jetzt auch in unterschiedlichen Farben gemacht. Eine Sache muss ich sowieso noch mit der Stanzmaschine machen. Von dem her ist das jetzt so das Grobe, was ich mir hergerichtet habe. Und ich habe schon ein bisschen angefangen, dass das nicht zu lang dauert. Aber ich erkläre euch jeden Schritt auf jeden Fall ganz genau. Was ich jetzt aber noch mache, ist, dass ich mir meinen Streifen in Jade schnappe. Und den werde ich mir auch noch ganz normal prägen. Das ist jetzt eine normale, dünne Prägeform. Ich nehme jetzt einfach eine mit ein bisschen Zweige drauf. Ihr könnt schauen, was ihr habt. Meine heißt jetzt Blattgrün. Weiß auch nicht genau, ob die noch im neuen Katalog drin ist. Die kann man sich ganz normal durchstanzen. Das heißt, da braucht man keine Spezialplatte dafür. Genau, bei dieser dünnen Prägeform ist der Aufbau so, dass ich die dicke Grundplatte habe. Meine Acrylplatten, meine beiden. Und dazwischen ist meine Prägeform samt Papier. Und was ich an dieser Prägeform halt schön finde, ist, dass da ein kleines bisschen oben ist und ein kleines bisschen unten. Und dazwischen ist noch so ein Bereich frei. Deswegen habe ich die jetzt ausgesucht. Aber ihr könnt jede beliebige nehmen, die ihr zu Hause habt. Und meine Technik zur Koloration von meinen ganzen Elementen ist tatsächlich mit Aquarellstiften. Ich fange jetzt einfach mal an mit einer ganz normalen Kiwi sozusagen. Und suche mir jetzt hier mal so ein bisschen meine Grüntöne zusammen, die ich habe. Ich brauche auf jeden Fall ein ganz knalliges Grün. Also ihr guckt einfach, was ihr in eurer Mischung habt. Ich nehme das allerhellste, was ich habe und so ein bisschen ein dunkleres. Und für den Rand nehme ich verschiedene Brauntöne. Also da suche ich mir auch immer was anderes zusammen, glaube ich. Also einfach so ein bisschen, was ich so finde. Und koloriere mir das jetzt einfach mal so ein bisschen grob an. Und jetzt mache ich so bei der Kiwi, dass ich in der Mitte ein bisschen mehr weißer Punkt. Das habe ich beim letzten Mal ein bisschen übersehen. Und ich mache jetzt einfach hier so ein bisschen gestrichelte Linien da so außenrum. Gehe da immer weiter nach außen und nehme jetzt so ein bisschen die dunklere Grünfarbe, wobei mir die eigentlich vom Ton her fast ein bisschen zu wenig Kiwi ist. Aber so ein kleines bisschen davon möchte ich schon drin haben. Und machen wir die dazwischen und dann nochmal so ein bisschen Grün außenrum. Da können wir auch ein bisschen auf den Rand gehen. Ich koloriere mir das auch nicht richtig schön an, sondern einfach so ein bisschen, dass so ein bisschen Farbe aufs Papier kommt sozusagen. Und nehme mir dann meine braunen Töne. Und jetzt seht ihr vielleicht auch ganz gut, ich mache das wirklich so ganz oberflächlich, dass ich da so ein bisschen drüber gehe. Und hier mache ich es auch so, dass ich viele verschiedene Farben mische.
dass ich das nicht alles in einem Ton mache, sondern dass es, also ich versuche es ein bisschen bunter zu halten sozusagen. Jetzt noch das ganz dunkle Braun. Und so ein bisschen oben drüber. So sieht es jetzt aus, also nicht perfekt koloriert, denn jetzt schnappe ich mir einfach so einen Mischstift und vermische mir jetzt die Farben. Und das ist so, finde ich, der schöne Effekt, wo der hier entsteht. Jetzt bin ich wieder zu weit innen reingekommen, weil jetzt vermischen sich da richtig schön die Farben ineinander und es entsteht irgendwie so eine leuchtende, frische Farbe, finde ich. Also das sieht dann schon richtig zum Anbeißen aus. Und jetzt kann man all die Ränder, wo man nicht so ganz perfekt ausgemalt hat, mit einem Pinsel leichter vermischen. Dann streiche ich mir einfach die Farbe aus. Gehe mir nochmal in die Stellen, wo ich nochmal hin will. Und bin schon mal mit meiner Grund-Kiwi-Form fertig. Und jetzt schnappe ich mir einfach einen Blend. Ich habe jetzt hier noch Lodengrün, der war jetzt relativ dunkel, aber nicht ganz schwarz, fand ich jetzt ganz passend. Also guck mal, was ihr für dunkle Stifte da habt. Ich nehme diese dünnere Spitze, Entschuldigung, jetzt bin ich da hingekommen an den Tisch, und mache mir hier noch meine Punkte, also meine Samen von der Kiwi da so außenrum. Und habe dann jetzt so meine Kiwi. Also so sieht jetzt aus. Und genauso mache ich es auch mit meiner Drachenfrucht. Da mache ich so längliche Samenpunkte. Ups. Finde ich, sieht schon perfekt aus. Und den Rand habe ich mir auch schon mit Rot einkoloriert und habe den auch schon ein bisschen vermischt. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte noch ein paar mehr Farbakzente haben, dann greife ich jetzt noch zu meinen Blends tatsächlich und mache mir da auch noch ein bisschen was so rein. Nicht überall, aber so ein paar Stellen, dass da noch ein bisschen dunkler die ganze Farbe ist. Ich hoffe, man sieht es im Video. Man sieht einfach nur, dass ich total schmutzig bin, voller Farbe überall. Aber ich habe ja schon jetzt viele Karten gemacht. Das ist jetzt so die eine Methode. Die andere Methode wäre, ihr könntet es auch komplett mit Blends machen. So habe ich es mal hier bei der Zitrone ausprobiert für euch. Ich hätte hier gerne mehr weiße Stellen gehabt. Da hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen. Also ist auch eine Möglichkeit, das mit Blends zu machen. Und was ich hier noch gemacht habe, ist, das ist eigentlich so die gleiche Methode, die ich jetzt auch verwendet habe. Nur bin ich dann mit meinem Mittelpunkt noch ins Stempelkissen gegangen und habe mir hier in der Mitte einfach noch ein paar Tupsen gemacht. Also ich bin immer ins Stempelkissen, wieder hier rein und so bin ich außenrum immer weitergegangen und habe mir da noch so ein bisschen dunkle Stellen drauf gestempelt. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Genau, das waren jetzt so diese Varianten. Dann habe ich mir gedacht, machen wir noch eine Zitrone. Anhand der Zitrone zeige ich euch das jetzt einfach mal. Also ich nehme jetzt hier mal Osterglocke und diesen kleinen mittleren Punkt für die Blüten eigentlich. Und dann, ich hoffe, das sieht man alles. Ihr seid irgendwie schon so nah da und doch sieht ja nichts Gescheites, glaube ich. Und jetzt tupse ich mir das so in die Mitte und dann auch so leicht außenrum. Ich muss das nur ein bisschen festhalten. Das, finde ich, betont noch so ein bisschen die verschiedenen Linien in der Mitte. Und auch hier habe ich es dann noch so gemacht, dass ich mir die gelben Blends geschnappt habe und dann hier noch so feine Linien nachgefahren habe. Einfach um das Ganze noch so ein bisschen zu betonen und so ein bisschen abzusetzen. Genau, das ist jetzt so die Zitrone. Was ich auch noch ganz toll fand als Effekt ist, wenn man noch ein bisschen Wink of Stella sich schnappt und dann einfach über alles nochmal richtig drüber glitzert.
Jetzt habe ich den leeren erwischt, wo ist mein voller? Hier. Damit betont man das alles noch ein bisschen und hat hier so eine richtig schöne glänzende Oberfläche. Jetzt können wir unsere Karte mit den ganzen Einzelteilen schon mal zusammenkleben und gucken dann ganz gespannt, wie die Karte am Ende aussieht. Bin ja auch ganz neugierig, wie es dann wird. Eine richtige Früchte-Sommermix-Party-Karte. Ich nehme jetzt hier einfach den Flüssigkleber, klebe mir mal mein vorderes Teil hier auf und da drauf auch gleich meinen Streifen in Jade. Und wie gesagt, der kommt so ein bisschen über die meisten Blüten, so ein kleines bisschen nach rechts versetzt und schließt hier oben und unten schön ab. Und jetzt drapiere ich mir das Ganze so ein bisschen hin, wie ich es haben will. Bin mal gespannt. Und da hinten irgendwo noch hin die Orange. Oh, die Karte ist ziemlich voll. Ich glaube, das ist mir fast zu viel. Also die Kiwi, so süß sie auch ist, die ist, glaube ich, ein bisschen zu viel dafür. Ich glaube, so reicht es mir erstmal. Ich wollte ja auch noch ein paar Blätter hier im Hintergrund machen, weil es einfach noch frischer aussieht. Und das baue ich mir jetzt so ein bisschen von unten nach oben auf. Also da arbeite ich jetzt mit ein bisschen Flüssigkleber und auch mit Abstandsklebepads, dass manche Teile halt ein bisschen höher sind als die anderen. Es macht auf jeden Fall total viel Spaß. Da kommt immer was anderes und was Neues raus. Also das ist total witzig, finde ich. Und diese anderen Früchte da dabei zu haben, das finde ich auch total lässig. Also zum Beispiel diese Drachenfrucht. Die finde ich schon echt mega cool. Das hätte ich auch mit ein bisschen Abstand kleben können. Genau, und das Blattwerk wird jetzt noch so hinten in den Hintergrund geklebt. Da wollte ich auch einen kleinen Tipp sagen. Ich habe die ja teilweise so ein bisschen zweifarbig gestaltet. Bei dem, was ich jetzt angeklebt habe, sieht man es am besten. Ich bin erstmal komplett mit dem Stempel ins helle Stempelkissen gegangen und bin dann einfach mit dem Rand vom Stempel noch in dunkelgrüneres gegangen. Und somit habt ihr auch ganz schöne zweifarbige Blätter. Und da würde ich mir dann auch noch so ein kleines Blümchen setzen. Das bringe ich mir nur so ein bisschen in Form. Und die Blätter, die habe ich mir übrigens auch einmal über den Papierfalter gezogen, so, dass die so ein bisschen geschwungen sind. Das macht sich immer noch ganz gut. Das schaut dann gleich viel erhabener und wirkungsvoller aus. Sieht so cool aus. Und wir haben jetzt eben noch eine Kiwi, die können wir hier innen reinmachen und eine Orange. Wobei die Orange ist mir eigentlich zu klein, die Kiwi ist so schon ziemlich groß. Vielleicht schneidet man die auch einfach in der Mitte auseinander. Sind wir so mutig? Na klar. Ich mache hier noch eine coole Kiwi für innen rein. Mal schauen, wir haben ja auch noch ein Blatt in meiner Vorratskiste. Können wir noch ein Blatt im Hintergrund machen, dann haben wir hier gleich innen dran auch noch schön gestaltet. So gefällt es mir ganz gut, oder? Sieht auch witzig aus. Eine Kiwi innen drin und außen noch einiges. Also bis auf die Orange haben wir alles untergekriegt, aber die ist mir fast ein bisschen zu klein auch. Wenn man die anderen so anschaut, dann ist die irgendwie zu klein geraten. Deswegen passt es jetzt schon, dass die jetzt nicht dabei ist. Aber ich finde, das ist schon sehr cool. Und was ich irgendwie auch noch ganz toll finde auf der Karte, ist noch so ein bisschen glitzy. Und den Wink of Stella haben wir ja schon drauf. Ich habe jetzt hier noch so ganz bunte Glitzersteine. Ihr könnt auch ganz normale Glitzersteine nehmen. Ihr könnt auch die ganz normalen silbernen Glitzersteine anmalen mit Blends. Das geht genauso. Ihr könnt es ja auch bunt machen. Und in den Farben, die ihr haben wollt. Ich nehme jetzt aber hier mal diese Jadefarbenen, die finde ich echt cool und dann auch in Kombination mit diesem grünlichen, das kann man echt mal richtig schön kombinieren. Ups, habe ich weggeschossen. Für so eine schöne Sommerkarte gefällt mir das total gut. Und da darf es tatsächlich ein bisschen mehr sein.
Oh, es kommt nicht ganz so rüber in der Kamera wie in echt. Mach die Karte unbedingt, die macht so viel Spaß. Alle Karten bis jetzt, ich konnte überhaupt nicht aufhören, jetzt gemerkt. Also ich habe mir gedacht, naja, ich bastle jetzt noch eine Karte und dann habt ihr gesehen, was das geworden ist. Ziemlich viele Karten und ein ziemlich cooles Video vielleicht sogar. Auf jeden Fall hier ziemlich coole Kartenauswahl, würde ich sagen. Also ihr habt jetzt hier mit einem Set echt eine riesige Auswahl an coolen Kartenideen und müsst ihr nicht alles selber basteln, sondern könnt gleich aussuchen, welche Version ihr machen wollt. Aber falls ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne alle basteln, weil wie gesagt, das macht riesig viel Spaß, diese tollen Karten zu machen und mit diesem Set zu spielen. Wahrscheinlich, wenn ich mir noch ein bisschen Zeit gegeben hätte, wäre mir noch mehr eingefallen. Überlegt einfach mal, was man noch draus machen kann. Ich glaube, da fällt euch auf jeden Fall auch noch was ein. Zum Beispiel fällt mir gerade ganz spontan eine Wassermelone. Wassermelone müsste doch bestimmt auch gehen, oder? Mit ein paar Kernen in der Mitte, so wie das hier gestaltet. Dass man einfach aus dem eine Wassermelone macht. Grüner Rand und rot in der Mitte. Boah, das sieht bestimmt auch mega cool aus schon. Also, es hört nicht auf. Ihr könnt immer noch weitermachen und ich wünsche euch da ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Moin, moin! Herzlich willkommen zu Teil 2 dieses Videos. Ich kann nicht aufhören. Ich habe zwar jetzt eine Nacht drüber geschlafen, aber irgendwie bin ich noch nicht fertig. Ich wollte bei der Karte mit den Kokosnüssen noch eine kleine Veränderung vornehmen, weil ich mir nachts gedacht habe, da ist ja immer noch so ein Kreis drin. Und ich hoffe, dass das jetzt schön wird, weil ich liebe diese Karte so, wie sie jetzt ist, eigentlich schon. Ja, mal gucken. Ich hoffe, ich mache es jetzt nicht kaputt. Und man könnte die auch super in so kleine Teile machen, falls ihr die innen rein noch machen wollt in die Karte oder so. Das geht natürlich auch, dass ihr die auseinanderschneidet. Und ja, ich habe jetzt hier mein Espresso, Stempelkissen und einen Aquapainter nochmal. Und gehe mir jetzt hier so ein bisschen in die Deckelfarbe, aber nur ganz wenig, weil ich habe ein bisschen Schiss, muss ich schon zugeben, dass ich das jetzt so nachträglich noch so. Ich möchte es wirklich nur ganz dezent haben, weil eigentlich finde ich schön, so wie es ist. Und auf so einer fertigen Karte was verändern. Jetzt gebe ich da ein bisschen Farbe drauf. Und werden wir das Ganze jetzt noch mit Sewa ein bisschen trocken tupfen, dass es wirklich nur so ganz ein dezenter Rand ist. Und hoffen, dass es dann gut aussieht. Jetzt muss es noch so ein bisschen nach innen. Habe ich das Gefühl, mal gucken, ob es funktioniert. Weiß nicht, ob ich nicht einfach jetzt lassen sollen. Ja, also in der Kamera sieht es viel, viel besser aus. So live vom bin ich noch nicht ganz überzeugt. Vielleicht noch ein bisschen Farbe. Da wird es so ein bisschen rötlich bei mir. Also meiner Meinung nach muss das nur so ein bisschen nach innen gehen irgendwie. Dass noch so ein bisschen die Tiefe bekommt. Aber so, glaube ich, können wir es fast lassen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Sieht schon ein bisschen mehr noch nach echter Kokosnuss aus, oder? Zum Anbeißen. Ich finde es total lecker. Ich freue mich voll. Ich hoffe, es gefällt euch auch gut. Und wir machen jetzt natürlich weiter mit der Melone. Da lasse ich aber den schnell für euch Musik laufen, damit es nicht so lange dauert. Weil ich kann nicht aufhören, mit diesem Set zu basteln. Und ich nehme euch ein bisschen mit für eure Ideen.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch die Kartenideen gefallen euch gut. Vielleicht habt ihr auch Lust, dieses Set zu bebasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Kreativ etwas Neues. Tschüss!